Sie, Frau Mayer, haben das ja gut beschrieben. Hier könnten Windkraftanlagen eben interessant sein. Durchaus interessant und durchaus möglich, auf privater Basis was zu machen, nicht, was ja durchaus interessant sein kann. Das kann eine Zukunft sein und kann vor allem auch für die privaten Haushalte interessant sein. Eine Möglichkeit auf, und dass wir hier viel, viel mehr noch machen können, vor allem, glaube ich, für jeden einzelnen Haushalt. Ich kann hier durchaus verstehen, nicht? Also durchaus, dass wir hier auch über diese Thematik wieder einmal diskutieren. Das ist auch richtig so, dieses Thema aufwerfen. Und hier ist eigentlich viel möglich. Ein Thema der Zukunft, wenn wir auch heute jetzt entschieden haben, nicht zuzustimmen, aber zumindest über diese Thematik weiterzureden, sehe ich absolut für sinnvoll. Kollege Locher, du bist der Geilste, entschuldige den Ausdruck, denn dich habe ich vorhin mitbekommen, dass du dich erkundigt hast, was ihr hier macht. Wir werden wohl zustimmen. Dann hat dir die Fraktionssprecherin mitgeteilt, dass wir bei allen Punkten dagegen sind. Dein Herz hat eigentlich für den Antrag gesprochen, das hat man gemerkt, aber du musstest halt trotzdem die Kurve kriegen, warum man nicht dafür stimmen kann. Du hast dir permanent widersprochen. Denn du hast eigentlich alles unterstrichen, wofür wir auch eingetreten sind. Du hast eigentlich in allen Punkten recht gegeben, aber trotzdem kann man hier nicht dafür stimmen. Für mich zeigt das, dass es halt immer noch wichtig ist, von wem etwas kommt. Und nicht, es geht wirklich nicht um den Inhalt. Das ist so und das ändert sich nicht und bitte stimmen wir ab. Die Bürger werden es euch danken. 16 voti favorevoli, 16 voti contrari, la mozione non viene approvata.